Moin, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem, ich weiß nicht, was für ein Video, Podcast, was auch immer. Ich habe heute den, ich weiß nicht, wie soll ich ihn nennen? Phoenix. Nochmal? Phoenix. Phönix. Bist du Dark Phönix? Nee, ne? Hä? Bist du Dark Phönix? Nee, ne? Doch, das bin ich. Nein, ich hab deine Stimme. Was ist mit deiner Stimme passiert? Na, Stimmbruch. Ach ja, gut, jetzt hörst du wieder raus. Ja. Ist auch schon ewig her, keine Ahnung. Ja, ganz spontan hat sich das jetzt entschieden. Wir haben es jetzt 4 Uhr morgens. Und wir wollten mit euch heute mal über unsere Lieblings-Star Wars-Spiele reden. Ja, wer will anfangen? Keine Ahnung. Ich habe so eine Dann Art mach von du. Video auch noch nie gemacht. Ich habe tatsächlich im Moment auch zwei Lieblingsspiele. Ja, fangen wir mal mit dem weniger spektakulären an, nämlich mit Star Wars Battlefront. Ja, wobei, wenn ich dabei bin, dann eigentlich ein Lieblingsspiel, ja, aber ich habe momentan generell über Langzeit halt eigentlich drei. Einmal Star Wars Battlefront 2, das alte, Star Wars Battlefront 2, das neue und Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Wenn jetzt so meine Spiele und du kannst dir mal erzählen, was deine Lieblingsspiele sind, dann können wir mal genau drüber eingehen. Wieso, weshalb, warum? Okay. Meine Lieblingsspiele von Star Wars sind auch Star Wars Battlefront 2, das alte. Und Komischerweise ist das doch sehr, sehr begehrt auf jeden Fall. Also das nach wie vor, obwohl ja, es so uralt ist. es ist uralt, aber es ist immer noch sehr begehrbar, weil man halt daraus zu viel machen kann. Ja, das stimmt. Star Wars Battlefront 2 das alte und du meintest, du hättest zwei. Ja, Star Wars Republic Commando. Das war auch nicht schlecht. Das ist an mir früher voll vorbeigegangen zu Release, also als es veröffentlicht worden ist, hab ich nie was von mitbekommen, irgendwann mal durch Zufall, weil ich gegoogelt habe. Das ist halt auch der einzige Star Wars Ego-Shooter, so in dem Sinne. So, zumindest von den älteren Spielen. Sonst gab es ja, sonst waren es meistens entweder Flugsimulation oder irgendwann halt sowas wie ja, Jedi Academy oder sowas, ne? In die Richtung. Messern, Battlefront kam, also das alte, kam auch irgendwo um die Zeit raus. Ja, aber es ist ja in Aber dem das Sinne ist kein ja Ego-Shooter, ja. First und Third Person. Genau. Aber ich würde das jetzt nicht so als Ego-Shooter Nee, ich würde ich auch nicht hier so betiteln, weil es einschätzen. ist ja mehr oder weniger. Ja, was ist Battlefront 2? Ja, mehr oder weniger ein Arena-Shooter irgendwie. Also ein Arcade-Shooter. Irgendwie. Ja, Und sag bei so. Battlefront, Quatsch, das ist zwar auch eine Story, aber bei Republic Commando ist wirklich eher mehr so, du hast halt nur die Ego-Perspektive, du hast deine Waffen und hast halt deine Story, ne? Das ist bei Battlefront 2 auch, aber die Welt ist halt offen, du hast verschiedene Level und du kannst halt auch in Third Person gehen, Ja. ja. Genau. Gut, wieso? Jetzt, wo wir schon mal bei Battlefront 2 sind, bei dem alten, wieso, also, findest du das denn so gut, oder was findest du daran so gut, oder warum ist es dein Lieblingsspiel? Ich kann das ja auch gleich mal erläutern. Weil das bei mir eins der ersten Star Wars Spiele war, die ich etwa gespielt habe und die auf meinem PC ohne Probleme gelaufen sind. Und mein PC, der war da damals wirklich sehr schlecht. Ja gut, das Spiel ist halt auch schon ein bisschen älter, ne? Aber wahrscheinlich, weil das halt so eher dein erster Bezug zu Star Wars war, wahrscheinlich, ne? Nee, mein allererster Bezug zu Star Wars war The Clone Wars.
Ja. Wenn ihr wollt, können wir das mal in einem anderen Video behandeln. Das ist jetzt eine Idee, denke ich mal, die kann man irgendwann mal angehen. Ja, warum ist Star Wars Battlefront 2 das Alte halt, muss man halt immer sagen dazu. Warum ich das so abfeiere, ist halt erstmal, weil ich die Möglichkeiten, die, finde ich, die man hat, sind halt echt krass, weil zu dem Zeitpunkt, ja, es ist halt ein. Du kannst halt große Schlachten nachspielen. Das kannst du zwar bei Empire at War zum Beispiel auch, aber du kannst halt direkt an den Schlachten teilnehmen, an den Klonkriegen, an hier Rebellion und Imperium. Du bist halt ein Teil der Schlachten. Das fand ich damals immer so cool, weil du halt kein Jedi bist in dem Sinne. Kannst du zwar auch sein, aber du bist halt einfach ein Teil der Schlacht. Und das hat mich schon mal fasziniert. Das fand ich cool. Und später, als ich das mir das dann für den Computer geholt habe, halt die Mods. Es wird ja immer noch echt krass gemoddet. Und es kommen wirklich monatlich immer wieder neue, ja, neue Mobs, Mods, neue Maps raus. Also das wird nicht langweilig. Du hast immer was zu tun, finde ich. Yep. Kannst immer wieder neue, ja, neue, ja, Gebiete, neue, was weiß ich, neue Maps entdecken und spielen aus dem Star Wars Universum. Und das finde ich halt echt cool. Deswegen gucke ich immer mal wieder, mal gerne mal wieder rein. Nach Monaten, Ja, Jahren. zum Erzug das mal. Genau. Kommen wir mal zu dem anderen Spiel. Nee, ich wollte noch kurz was zu Achso, kannst du gerne machen. Battlefront Ich dachte, 2 weil du sagen. gerade nichts mehr gesagt hattest. Ja. Bei Battlefront 2, da gibt es auch, wie du jetzt gesagt hast, Mods. Zum Beispiel Maps, die eigentlich gar nicht oder gar nicht Ja, das ist es existieren. ja Zum vor allen Dingen auch Beispiel von aus den neueren Filmen, ja, gibt es dann auch welche, die, ja, die eigentlich, die wären in dem Spiel nie denkbar gewesen, oft, zumindest auf offizieller Seite, weil es auch so aschend alt ist. nee, zum Beispiel auch von Grund zum Weltraumkämpfer gibt's im normalen Spiel nicht. Ja, also verbunden, ja. Ja. Ich fand auch so die Weltraumkämpfe, die waren auch ganz cool eigentlich. Wobei die Boden fand ich dann, hat mir mehr Spaß gemacht. Ja, Republic Commando. Was fandest du daran so gut? Was ich daran so gut fand, dass halt, gut, dass halt eins der dunkleren Star Wars Spiele, man ist halt eben in der Perspektive eines Klonkommandos, einer Spezialeinheit der Republik. Man hat drei verschiedene Sachen, also drei Maps, die man erkunden kann. Aber ich finde, die Story ist halt auch ganz gut gemacht. Ja, es ist sehr gut, wenn es hatte mehr Storytelling in dem Spiel als in allen drei Ist neuen Star Wars ja, ist Filmen. alles andere, ja, ist schon krass, ne? Ja, auf jeden Fall ein sehr lohnenswertes Spiel. Es kam jetzt doch dann neu für die PS4 nochmal zu Remastered raus. Nicht umsonst, ne? Ja, dann komme ich nochmal zu Battlefront 2, dem neuen. Warum ich das so cool finde mittlerweile. Das Einser-Teil 2015 von EA, kann man sich drüber streiten, auf wegen den Tokens, die man einsammeln muss und so. Ist auch ganz cool, aber ich finde, du merkst, bei Battlefront 2 haben sie wirklich alles das verbessert, was sie bei 1, was bei 1 scheiße war. Und du hast halt roundabout echt ein gutes Spiel. Mit mittlerweile richtig gutem Inhalt. Also da wird ja auch, da kommt ja kein Update mehr. Und so wie es ist, ist es ein vollwertiges Spiel. Kann man mittlerweile auch gratis oder generell günstig bekommen. Und ja, die verschiedenen. Also es ist wirklich. Ich finde es halt mittlerweile ganz cool, weil du kannst halt mittlerweile fast alles machen, was es so im Star Wars-Universum gibt. So, ob es Raumschlachten ist oder ob es jetzt hier verschiedene Spielmodi sind. Das verschiedene wie heißt es ja verschiedene Zeitalter und die ganzen Maps sind halt auch cool, die Grafik, vor allem die Grafik ist einfach heftig,
und kannst du mittlerweile auch modden. Also ich finde mittlerweile über die Jahre, was du an Möglichkeiten hast und auch einfach vom Gameplay her, ist das ein echt geiles neueres Star Wars Spiel und ich habe da sehr, sehr viel Spaß mit auf jeden Fall. Du kommst übrigens gerne mal auch eingeladen, meine Runde mitzuzocken, wenn du möchtest, wenn du das so installiert hast. Ich lade ja hin und wieder mal ein paar Folgen hoch zu so einem neuen. Von dem neuen Genau, Battlefront ja. 2. Ja, genau. Wissen, ich hatte das. Ich hab's, glaube installiert. Können wir gerne mal machen. Muss mal irgendwann mal später mal gucken. Kannst dich dann gerne mal melden dann. Ja, aber um zurück zum Thema zu kommen, das finde ich halt echt gut mittlerweile. Da haben sie wirklich das Spiel krass verbessert und perfektioniert. Irgendwie kann man schon fast sagen. Vom Umfang her einfach. Es macht halt einfach Spaß. Und mal ein paar Runden Battlefront 2, das kann man durchaus mal machen. Die verschiedenen Klassen, die es da gibt, ja, die du dir dann kaufen kannst, wenn du dementsprechend genug Punkte gemacht hast. Und Gut, genau, wenn das. man die Celebration-Sache hat, muss man sich gar nichts mehr kaufen. Ja, genau. Ja, aber macht sehr viel Spaß. Wirklich, also das finde ich toll. Und dann habe ich ja noch hier die Academy. Das ist halt einfach so ein, ja, so ein Nostalgie-Ding halt irgendwie. Weil, ja, ich weiß nicht. Ich habe ja davor hier die Outcast gespielt. Für die Nintendo GameCube von meinem Bruder. Und ich fand es halt damals so cool, dass du, ja, Jedi spielen konntest. Du hattest ein eigenes Lichtschwert und konntest dann dich duellieren. Und das Lichtschwertkämpfe und so fand ich schon immer faszinierend, bei Star Wars. Das war halt einfach schon immer cool, fand ich. So dich, oder die, generell, die Duelle waren halt immer ziemlich episch. Und so ein Spiel habe ich mir schon immer mal gewünscht. Und irgendwann habe ich dann halt Jedi Outcast entdeckt und dann Jedi Academy. Und fand das halt einfach so krass, dass du dich wirklich mit einem Lichtschwert so duellieren konntest. Und das hat echt gut funktioniert. Verschiedene Schlagkombos, verschiedene Special Moves und so. War halt einfach geil. Und dann habe ich irgendwann 2010 auch mit dem Spiel angefangen, in meiner YouTube-Karriere. Habe dann das Spiel dann dazu auch 2010 bekommen und Let's Played und so weiter. Und die Machtkräfte, die es da gibt, ist ein richtig gutes Spiel, weil du ja, halt einfach Jedi spielen konntest. Du kannst deine Charaktere aufwerten, irgendwann verbessern. Verschiedene Lichtschwerter gab es da auch. Ja, ob doppelt oder zwei Lichtschwerter. Und dann halt auch die Mods, ja. Verschiedene Mods, die es da gibt. Movie Duels 2, Movie Battles 2, Knights of the Force. Es ist einfach vom Umfang her richtig heftig. Spieler Movie Battles 2, finde ich, ist vollkommen Jedi Academy in Multiplayer einfach ja auch perfektioniert, weil fast jeden Charakter kannst du da spielen, kannst Multiplayer spielen, fast jede Map aus dem Star Wars Universum, es ist einfach perfekt. Das ist wirklich so mein absolutes Lieblingsspiel. Jetzt kannst du ja nochmal was zu Battlefront 2 sagen. Jedi Academy, wenn du möchtest, wenn dir dazu noch was einfällt. Nee, mir ist gerade noch ein anderes Spiel etwa eingefallen. Okay. SWTOR. Also Star Wars The Old Republic. Ja, das schlägt sich ja auch lange durch. Also, dass das überhaupt noch geupdatet wird und dass da. Das ist halt Ja, wirklich nach wie vor immer noch sehr beliebt. Nach so langer Zeit, ja. nach 10 Jahren. Ja, das ist schon heftig, dass das so lange mittlerweile. Macht schon Spaß. Also wenn du die richtigen Leute hast. Gut, Genau. ja, wenn man die richtigen Leute hat Alleine ist ein bisschen und langweilig, aber ist ein gutes Rollenspiel auf jeden Fall. ja, ich gut, die Welt und die Story, die da hingemacht ist sowas von gut, dass es auch so viel vertont ist. Ist auch Ja, das ist wow. wirklich, das ist alles vertont, jede Sequenz irgendwie, da steckt zu viel Mühe hinter, vor allem aber auch die ganzen Welten, die es da gibt, ja. Auch die ganzen Karten, die sind so riesig. Und auch die ganzen Klassen, das ist so umfangreich. Also, und vor allem kostenlos. Ja, kostenlos. Also das Hauptspiel und ich glaube die erste Erweiterung. Vielleicht sogar noch die zweite Erweiterung. Ja, also es gibt wirklich schon tolle Star Wars Spiele. Wolltest du noch was zu Battlefront 2 oder Jedi Academy sagen? Ansonsten würde ich jetzt dann soweit das Video beenden. Nee, ich hätte noch was. Das Vitor noch mal Ja, was ja. gesagt.
Aber halt, war ein Kritikpunkt. Man levelt halt viel, viel, viel zu schnell. Ich habe etwa Mitte des letzten Jahres mal einen Schmuggler angefangen. Hatte den, bevor ich die Story durch hatte, die erste, hatte ich den schon auf Max Level, also 75. Ich habe mir dann gedacht, Okay, also okay. ich vom Gefühl her fand ich, ist das früher, aber ging das nicht so schnell, oder? Das Leveling. Nee, ist es auch nicht. Das ist halt die Sache. Es wurde halt leicht, das halt leichter gemacht. Ja, für Einsteiger. Ja. Naja. Naja, ja, in diesem Sinne war jetzt mal ein anderes Video. Ich hatte einfach mal spontan Bock drauf und fand es ganz cool, dass ich das mal, mal so einrichten konnte. Wenn ihr noch weitere Themenvorschläge habt, könnt ihr uns das gerne mal schreiben. Oder wenn ihr mal gerne Bock habt, mal mit zu quatschen. Über Discord oder so. Das ist jetzt im Rahmen dieses meines Star Wars Marathons. Und passt, denke ich mal, da ganz gut rein. Ja. In diesem Sinne, danke, dass du dabei gewesen bist. Kein Problem. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.